I made a promise that I was done with this life. It's not what it looks like. Okay, wir müssen bestimmt hoch zur kaputten Brücke. Hey, komm, ich helfe dir hoch. Ich komme. Okay, ich habe hier oben was für dich. Versuche mit der an die Haltegriffe in der Mauer dazu kommen. Gute Idee. Die machen es einem echt nicht leicht, oder? Es war bestimmt leichter, als die Brücken und Stege noch nicht kaputt waren. Wir sind wohl ein paar Jahrhunderte zu spät dran. Mal sehen, was hier drin ist. Hey, die Decke hier ist niedrig. Pass auf deinen Au. Ja, ich passe auf meinen Au. Ach, echt jetzt? Hier lang. Ja, vielleicht hier durch? Ich sehe hier ein Licht. Katakomben. Oh, das ist logisch. Unter einer Kathedrale.
Hey, warte. Hör mal. Was Erwähnenswertes von den Schlafsälen? Nichts, abgesehen von ein paar Grabsteinen mit klugen Sprüchen. Und die Grabungen am Kapitelsaal? Abgeschlossen, Ma'am. Im Nordwesten haben wir auch alles aufgegraben. Was ist mit dem südlichen Gebiet? Noch nicht. Es dauert einen Tag, den Kran dahin zu schaffen. Nadine? Dann tun Sie das. Und fangen Sie schon mal ohne Kran an. Ich werde sofort ein paar Männer hinschicken. Gut. Rafe, hattest du Glück mit den Manuskripten? Können wir kurz reden? Machen Sie Meldung. Ja, Ma'am. Komm mal ein. Hast du gehört? Da ist ein kompletter Anbau unter der Kathedrale. Hab ich. Hast du ihn gesehen? Nein. Wieso? Weil nicht mehr viel übrig war, nachdem sie ihn entdeckt hatten. Meine Männer waren etwas unbekümmert. Sie sind wie 100 bewaffnete Elefanten im Porzellanladen. Aber sie haben in 2 Tagen größere Fortschritte gemacht als wir in Monaten. Fortschritte? Schutt bringt mir nichts. Okay. Okay. Danke. Ich sag Ihnen, Sie sollen dich warnen, bevor Sie den Vorschlaghammer rausholen. Oder Sie halten sich zurück, bis ich die Hinweise untersucht habe, die Sie noch nicht in die Luft gejagt haben. Nein, wir können nicht noch länger untätig rumsitzen. Bei allem Respekt. Ich glaube, ich kenne mich in diesen Dingen etwas besser aus als du. Wir haben deine Art versucht. Blödsinn. Du wolltest hier alles von Anfang an platt machen. Nein! Ich wollte das Kreuz stehlen, lange bevor es in die Auktion gelangt ist. Dieselbe Auktion, zu der ich meine Männer nicht mitnehmen durfte für den Fall der Die Auktion Fälle. War die sauberste Art, Aber das Kreuz zu bekommen. Aber habe ich auf dich gehört. Und jetzt haben wir Konkurrenz. Na, ich hatte doch nicht mit ihm gerechnet. Oder vielleicht wolltest du ihn hervorlocken. Wieso zum Teufel sollte ich das tun? Weil du glaubst, dass du ihn brauchst. Vielleicht stimmt das. Der Punkt ist, ich bin die saubere Tour leid. Ist der Schatz hier, finden wir ihn. Und wenn nicht, tja. Vielleicht soll es einfach nicht sein. Nimm's nicht persönlich. Na klar. Ich sag dir Bescheid, falls wir was finden. Halten wir uns lieber ran, bevor die den Schatz in Stücke sprengen. Oder anfangen rumzuknutschen. Hey, warte. Glaubst du, sie hatte recht? Womit? Dass Rafe dich hervorlocken wollte. Solange er nicht die Oberhand gewinnt, wen juckt? Ist doch unwichtig. Von welchem Anbau die wohl gesprochen haben? Das muss eine Seitenkammer sein, denn außer uns ist hier niemand. Ich glaube, ich habe nicht Punkt 7.
Pollinat? Er steht noch in meinem Garten. Ach, Mist. Halt, du besitzt ein Trampolin? Schön wär's. Toll sein. Warte. Eine Kiste unterwegs. Danke, guter Mann. Wir nähern uns definitiv der Kathedrale. Oder dem, was übrig ist. Ja, ja, ich glaube, dort waren wir schon. Also, das ist viel raffinierter, als ich erwartet hatte. Aber echt. Dafür haben die Jahre gebraucht. Ein schickes Versteck für die 400 Millionen Scheine. Brücke kaputt. Suchen wir einen anderen Weg. Wird schon schief gehen. Zum Glück bist du nicht schwerer als die Kiste. Okay. Geschafft. Was ist der Plan? Ich arbeite noch dran. Wir hängen unsere Seile daran. Das geht. Brücken sind eh nur Übergangslösungen. Ich weiß nicht. Brücken sind ja nichts Schlechtes. Hier
geht es nicht durch. Und wie kommen wir weiter? Hier. Sieh mal an. Wenn hier nicht alles auseinanderfallen würde, säßen wir wohl wieder fest. Nathan, zieh dich um. Heilige Scheiße. Das war wohl noch ein Test, aber alles ist ins Meer gestürzt. Tja, der Test heißt jetzt wohl... Wie zum Teufel kommen wir rüber? Was ist das? April 1701. Es sei gesagt, dass ich, Thomas Howard, Captain der Dauntless, ein leichtgläubiger Narr bin. Es begann alles mit dem Kreuz, eine kryptische Nachricht meines alten Landsmannes mit vagen Versprechungen des Paradieses. Ich war skeptisch, aber der Gedanke daran, den Rest meines Lebens zu Hause zu verbringen und mich zu fragen, was hätte sein können, wäre einfach zu viel. Und einen Brief von König der Piraten ignoriert man nicht. Ich habe es überlebt, an der Küste Madagaskars ausgesetzt zu werden. Ich habe den Angriff des Ostindienfahrers Pembroke überlebt. Aber das hier werde ich nicht überleben. Mein Bein ist gebrochen und meine Crew zu feige, einen Fuß in diese gottverdammte Hölle zu setzen. Hört meine Hilferufe nicht. Wer hätte gedacht, dass meine Taten mich hierher bringen würden, um einen unehrenhaften Tod fern von zu Hause zu sterben? Möge Gott persönlich dich verfluchen, Henry Avery, und möge mein Geist dich für den Rest deines Lebens heimsuchen. Super sicher aussehende Holzwippending könnte helfen. Versuchen wir es.